Wochenende. Das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs. Und heute ganz besonders mit einer Band-Neuvorstellung. Die neuen Sterne am Volksmusikhimmel des Bayerischen Waldes. Heute wird vorgestellt das Trio Lecco Mio. Habe ich dir rein? Servus. Trio Lecco Mio ist ja wirklich eine neue Gründung und ich glaube, der Capo ist der Andreas, oder? Ja, das ist aber, das hängt aber ein bisschen ab von mehreren Faktoren. Ja, Capo möchte ich jetzt nicht sagen, aber ja, mein, eigentlich Capo ist immer der, wo das Lied, was wir gerade spielen, beherrscht. Die anderen zwei spielen noch nicht nachher. Und wenn bei mir daheim Biogasanlage spielt, dann bin ich auch nicht Capo, weil dann bin ich fort. Also dann bist du fort? Ja. Aber oder wenn ich jetzt am Fliesen liegen muss, dann bin ich auch fort. Wobei man es gerade schon gehört, der Andreas ist Unternehmer, der kann einfach am besten verhandeln. Deswegen ist das der Capo. Ah, ihr macht euch auch praktisch, oder? Ja. Ja. Weil ist denn dieses Trio entstanden? Ja, oh mein. Eigentlich genauso, weil der Raum, in dem wo wir jetzt hinsitzen, durch Corona, ne? Wir haben ja oft in Corona-Zeiten Leute daheim gesessen und gesagt, was tun wir denn, ja. Mit einer Person hast du dann treffen dürfen oder mit zwei. Deswegen seid ihr im Trio zusammengekommen. Genau. Wir waren zwar noch 30, also in der ersten Stufe im Lockdown, wenn wir nur mit einem zusammengekommen dürfen, da warten wir bei der Duo, weil wir das Ganze in die nächste Stufe gekommen, jetzt haben wir ein Trio. Und wie gesagt, also der Raum da entstanden, eigentlich war das einmal ein Holzschupfer, da war lauter, ja, Holzpaletten herin und als Zeug einfach. Und haben dann alles rausgeworfen und haben halt den Partyraum da erschaffen. Und da herin ist das Trio Lecco Mio entstanden. Aha. Trio Lecco Mio, wer ist denn auf den Namen gekommen, Kevin? Ja, wir haben eigentlich mehr zur Auswahl gehabt. Am Schluss entschieden hat es mal eine Freundin von uns. Der haben wir dem vorgestellt, also mit mehreren Namen und sie hat sich für den entschieden. Und du hast ihn vorgeschlagen, meine ich, gell? Ich kann es gar nicht mehr sagen, es war extrem schwierig, weil wir wollten bei irgendeinem Namen. Ja, den sagen wir jetzt nicht, aber das hat mit unserem Lieblingsgetränk zu tun, ne? Und das Trio gibt es leider schon. Stilles Wasser. Ja, Trio, stilles Wasser. Nein, die um die was geht, die wissen Bescheid. Okay. Die haben wir schon gesagt. Also, da haben wir lange überlegt und dann haben wir halt einfach mal ein paar so, haben wir ein wenig, wie sagt man heutzutage, ein Brainstorming gemacht. Nein. Und denkst du, was der Unternehmer alles macht? Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Du musst dich nur verkaufen können. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß. Ja, und dann haben wir halt ein wenig so gesammelt, was ein wenig so interessante Namen waren. Und dann haben wir das den Leuten ein wenig verzeiht. Und die Mehrheit hat gesagt, hey, das ist Lecco Mio, das ist doch mal das Herb oder nie bald. Und den Namen gibt es, glaube ich, wirklich noch nicht, oder? Oder hat es schon mal gegoogelt? Doch. Tatsächlich. Ja. Ja, das gibt es wirklich, ja. Ja. Das spielt jetzt ganz etwas anderes. Und ist wurscht. Nein, wir haben dann auf Facebook ganz, wie gesagt, einfach Trio Lecco Mio gesucht und dann haben wir tatsächlich gesehen, was die schon gibt. Und ich glaube, wir waren in Norddeutschland umgekehrt. Ja, und der Johannes hat den dann geschrieben, hat den Namen angekauft. Für 30 Fliesenkleber und 2 Paletten Holzfliesen, die er baut. Und seitdem heißt sie ganz offiziell Trio Lecco Mio. Ja, super. Wir haben auch die Facebook-Seite schon gemeldet von den anderen. Also, da sehe ich die richtige. Wenn ich billig nachmachen, super. Jetzt müssen wir gerade noch klären, wo es alle her hat. Also, alle fleißigen Zuschauerinnen und Zuschauer wissen eh schon, wo der Johannes hier ist und wo der Andreas hier ist. Das sagen wir jetzt nicht mehr. Wer es wissen mag, scrollt zurück in die Videos. Ich glaube, wir haben vor einem Jahr ungefähr oder so, oder? Ja, das waren wir schon nicht vor einem Jahr und uns letztes Mal im Herbst waren. Genau, ein Video aufgenommen und wir haben auch schon, das ist schon über ein Jahr her, glaube ich. Dass wir das erste Video aufgenommen haben, aber den kennen sie noch nicht, gell? Den mit der Kappen, der verschiebt sich weg. So. Den lassen wir lieber um. Wenn man das gesehen hat. Ja? Ich bin der Kevin Henninger, ich bin vom Morch. Wer Morch nicht kennt, ganz einen Napp vom Alex. Ja. Also, der Alex wohnt eigentlich zwischen Andreas und mir. Wir liegen alle auf der Strecke. Genau. Ja, deswegen muss der Alex nie wohnen, wenn wir futtern, weil der liegt immer auf der Strecke, egal wo ich liege immer auf ihn. Ja, war mal schon mal in einem Video von dir, gell? Ja, aber noch nicht zur offiziellen Vorstellung, deswegen. Nein, da haben wir schon gesoffen. Genau. Ja, das kann man übrigens heute auch. Ja, genau. Prost. Prost. Bevor wir dann spät. Sagen wir gut. Prost. Prost. Wir haben im Vorfeld schon so viel gestritten, was wir überhaupt sprechen. Oh, da ist das Bier noch drin vor 100 Jahren. Ja, wo spielen wir denn noch hin? Andreas? Jetzt fangen wir jetzt gleich mal an mit einem Lied für die Damenwelt, wenn wir da vier junge oder drei junge und ein älterer Bursch für Hand haben. Hey! Geh gleich! So! Nein, Spaß beiseite. Eine schöne Liebesmelodie von Alpensound. Ich liebe die, ich mag die, ich mag die so gern.
Gitarre rein. Ich fange an, oder? Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Ja, ich glaube, der hat nämlich froh, wenn ich wieder drauf bin. Glaube ich nicht. Das wäre wahrscheinlich vom Kevin seinem Vater entstammen, das wird er alles vererbt gekriegt. Gell? Genau. Schöner Gruß. Ja. Schöner Gruß an dieser Stelle. Der Fonsi, der Stefan. Genau. auch ein begnadeter Musiker. Also ich weiß nicht wirklich auch noch, von Gloa auf die Musikanten treffen wird, die uns allen wahrscheinlich nicht anders gegangen sein. Ja, glaube ich. Nein, da weiß ich noch nicht. Wenn ich da war, er war wirklich übervertreten. Und da sage ich, ob Kevin seinen Pap vor ihm kennt. Also, das ist der Wahnsinn eigentlich. Ach so. Wie habt ihr, also, wir haben jetzt schon diskutiert, wie das Trio entstanden ist. Das waren Corona-Zeiten. Aber es kennt sich gar schon länger, oder? Wie sind denn die Beziehungen so entstanden, wenn ich es Beziehungen nennen darf? Also, du das musikalische Beziehungen. Musikalische Beziehungen natürlich. Also, der Johannes sagt, wie wir uns mir zwei kennengelernt haben. Also, Andreas kennen wir schon. Immer, ne? Gleiches Dorf und gleiche Vorgeschichte und wissen wir es alle. Aber ein Kevin, den wann war das? Ich glaube 2017 oder 2018 am Gunterfest in Rindnach. Da war vom Kloster. Genau, im Kloster. War vom Bayerwald Radio Frühschoppen im Vormittag und ich habe halt Musik gespielt. Und bin dann. Ja, nach dem Musikspielen
bin ein wenig so mal angewandert und noch nicht geschaut, wen wir alle kennen. Und dann bin ich mit ihm ein wenig schmerzen gekommen. Einfach nur so zwecks der Gaudi. Und er erzählt mir, dass er auch Musiker ist. Und ich gesagt, was, du bist Musiker? Und ich gesagt, passt, heute Nacht muss ich ein Geburtstag spielen, fast gleich mit, ne? Und dann haben wir tatsächlich am gleichen Tag auf Nacht den Geburtstag zweites gespielt, ja. War das mit Harmonie und Bass dann, oder? Harmonie und Gitarre. Gitarre spielst du auch noch? Hauptsächlich, also eigentlich. Aber irgendwo nicht so weit gekommen, weil der Andreas spielt ja bei uns normal nicht Harmonie, sondern die Gitarre. Das war meine nächste Frage gewesen. Ist das immer die Stammbesetzung da, ne? Nein, also so haben wir mal angefangen. Aber ich mit der Gitarre. Dann irgendwann hat sich auch, ist er mein gespielt, er muss Gitarre lernen. Jetzt haben wir gedacht, da brauche ich auch ein neues Instrument. Weiß sonst kann er mehr wie ich. Das ist nichts. Dann hat er Gitarre gelernt und die Bass. Und so spielen wir jetzt eigentlich. Also der Bass ist eigentlich das gleiche wie der Raum und unsere Band. Das ist ein Corona-Projekt, ne? Das ist auch durch Corona entstanden. Und auch unter den Spielen tauschen wir dann natürlich einmal durch. Nur wie mit den Frauen. Wollte ich gerade sagen, das Instrument oder die Frauen. Und mit denen tauschen wir noch und spielen. Aber du spielst glaube ich auch, wenn ich da bin. Nein, um Gottes Willen. Also wenn es sein muss. Wenn das Bier passt. Wenn das Bier gelangt und ja. Dann vielleicht. Nein, aber man muss ja sagen, also die ganze Besetzung, wie es jetzt eigentlich da sitzt, ist eigentlich wirklich nur ein totales Gaudi-Produkt. Also die waren nie irgendwie geplant, haben gesagt, hey, jetzt möchten wir jetzt ein Trio machen und wir möchten jetzt da irgendwo groß Auftritte haben, sondern wir haben uns einfach nur zusammengeguckt, weil wir einfach gerne Musik gespielt haben und einfach so richtige Gaudi-Besetzung. Wir haben auch nicht probt. Wir haben uns bloß abends halt zusammengesetzt und gesagt, wir spielen jetzt Musik. Aha. Weil wir einfach selber nicht mehr beim Musik spielen gewesen haben, haben wir gesagt, so und jetzt spielen wir einfach mal Abend wieder nicht. Nur zwecks der Gaudi. Das war aber leichter oben. Weil ich habe zuerst mit Johannes zusammengespielt, wie ich eh gerade erzählt habe. Da haben wir auch ein paar Auftritte gehabt. Und dann habe ich einen Andreas kennengelernt. Dann habe ich mit Andreas zusammengespielt. Also ich habe ihn eher schon kennt. Also von daher die Brücke. Dann haben wir uns vereinigt. Aber das hat sich ja brutal entwickelt jetzt. Es hat so dieses Jahr schon einige so Auftritte. Also man liest den schon ab und zu so im Bayernland, muss man sagen, oder? Ja, nein, es hat sich schon entwickelt und es freut uns auch immer wieder, wenn man. Weil wir haben ja wirklich einfach nur aus. Von dem Raum aus haben wir mal gesagt, ich glaube, der erste Auftritt war eh in Beberer Musikantentreffen, da warst du moderiert sogar. Gell? Genau. Und dann haben wir wirklich durchgestanden und wir haben nicht gewusst, ist jetzt das überhaupt was, was wir mit machen oder ist jetzt das nichts, so blöd gesagt. Gell? Ja. Waren zwei Leute mit einem neuen Instrument, wo du eh noch ein bisschen unsicher bist. Ja. Und ja, anscheinend hat es den Leuten gefallen. Und wir haben jetzt immer wieder mal Auftritte. Die Johannes und ich haben wir natürlich einzeln, also war neu auch noch ein wenig. Unterwegs und das gibt es ja tendenziell schon. Und das Freie Narisch ist immer Gaudi, wenn wir wieder nach Musik spielen. Wie lange bist du denn zwischen Musiker, Andreas? Mein dreiviertel Leben. 15 Jahre bist du schon und ich auch schon 12 Jahre oder 13 Jahre. Und haben wir es noch nie vierte gebracht, dass wir mit einem Kulmburger Heimatfest spielen. Jetzt haben wir uns zusammengetan und schon haben wir mit einem Kulmburger Heimatfest. Da kann man gleich Werbung machen, oder? Was ist das für eine Leitung? Ach, das wird der 9. August, glaube ich, oder? Ich weiß nicht auswendig. Ja, schauen wir mal. Ja, nicht, dass wir einen Krampf sind, gell? Auf jeden Fall, das ist über die Jüngsten. Heimatfest Sonntag. Die schneiden wir schon raus, das war jetzt noch. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um wenige Minuten. Auf jeden Fall, Kulmburger Heimatfest Sonntag ist ein recht schöner Spieleabend. Nee, einige Spiele dabei und wir haben halt immer dazwischen, wenn es das Zwischenprogramm. Jetzt ist mir der Akku ausgegangen. Oh je, nein. Nein, 7. August. Ja, um ihn vormerken, wird das Trio Le Comio, wo ich auch vom Gressenfest live. Hören und sehen möchte, 7. August am Heimatfest in Kulmburg. Da sind wir jetzt schon nervös. So wie auf jeden Fall. Aber jetzt kann man dann spielen, oder? Unbedingt. Was haben wir noch dabei? Was tue ich dann? Nix. Keine Gage. Info-Hitzer Nummer 1 aus dem Bayerischen Land. Bevor kann man mit drücken. Ja, wir haben eh vorher da so wenig zu tun, weil sie noch mal dabei sind. Ja, genau. Wenn wir noch länger filmen, dann muss ich noch schenken. Haben wir probiert den doch? Bestimmt. Ja, was haben wir denn? Schöne Brückerleistung, oder? Mhm. Haben wir ein Lied von den Schürzenjägern, von den legendären Schürzenjägern aus dem Nachbarland Österreich. Nachbarland? Ja, wir haben auch noch ein wenig übertrieben. Die Musikantenwelt, wenn wir schon bei Musikanten sind. Ich tue. Eins,
zwei, drei. Dass die Leute vermuten, dass seine Videos nur Playback haben, dass da gar nicht live gespielt wird. Jetzt hat er zu mir vorher gesagt, ich soll bitte den Fehler einspielen, dass sie einen Beweis haben. Wo ist der Kevin in kurz sagen möchte, sein Name ist Programm. Oh mein, oh mein, ist das ein Hafer. Aber schön. Ja, jetzt haben wir davor gesagt, das ist so eigentlich ein Gaudi-Projekt. Weil schaut es jetzt aus, habt ihr das als ernsthaft einmal vor, wirklich auszubauen und gescheit durchzustarten? Oder soll ich das wirklich so ein nebenbei Spaßprojekt bleiben? Ja, wir haben gesagt, wenn Hansi hinter sich einmal in Rente geht, dann werden wir seine Nachfolge haben. Ob wir das dabei noch schaffen, das weiß ich nicht. Komm ich was wollen, oder? Nein, also ich sehe es ja so, oder wir sehen es ja so, natürlich, jeder wird so sein Musiker ein wenig weitermachen. Also, Johannes wird allein unterwegs sein, ich wird allein unterwegs sein, der Kevin hilft oft bei anderen aus, also ist er nicht nur gespielt und nicht nur für uns. Gefragter Musikant. Absolut, ja. Bandluder. Jedenfalls, und das wird auch weiterhin so sein, aber wir möchten natürlich, also wir haben einfach gesagt, wir möchten mal schauen, was entwickelt sich daraus, wie kurz sind die Leute, wir können so. Und alles, was jetzt ein wenig kommt, das möchten wir mitnehmen, einfach ein Gaudi haben. Und das geht uns in erster Linie, das war auch der Grundgedanke von der ganzen Geschichte, dass beide ein Gaudi haben und wir ein Gaudi haben. Und solange wir das haben, glaube ich, wird es das auch weiterhin geben. Super. Schwierig ist es natürlich immer, wenn größere Veranstaltungen haben und, oder Feuerwehrfestel, Kartenfestel, wo du dann mal 6-7 Stunden am Stück spielst, ist es für einen allein immer schwierig. Und wenn du dann zweites bist, dann hast du mehr oder weniger eigentlich fast das Programm von zwei Leuten. Das haben wir schon, ja. Oder eigentlich von drei Leuten, ja, ist schon klar.
tust dir damit leichter nicht und ist einfach ein Gaudi den ganzen Abend und schießt. Ja. Das schwierig ist nur, weil wenn es wieder schießt, weil dann mal bei Silieren. Ja, ist das, wollte ich eh noch fragen, ist das mit der Landwirtschaft, mit deinem Geschäft schon noch vereinbar, so wie du das magst? Also allein zwei unterwegs und da zu dritt? Ja, also es geht auf jeden Fall, es lässt sich schon nur. Und das Schöne ist, es hat es jetzt heuer wirklich schon ein paar Mal gegeben, dass wenn's, also wenn wir auf den Knopf springen haben müssen und es hat brutal pressiert, dass ich dann mit Kevin oder so, Kevin war jetzt aber wirklich schon ein paar Mal da, Janis meinst du nicht, weil der oben auf der Baustelle ist, der hat selber so viel gearbeitet. Ja. Und der Kevin hat gearbeitet, der ist immer reinig. Und dass er dann gekommen ist, so quasi hat man schon nicht geholfen, dass wir schnell vierter werden, dass wir auf den Knopf zur Musik springen können. Ja gut, wenn man... Das war, tatsächlich schon mal der Fall. Wenn man solche Musikantenkollegen hat, die nicht nur Kollegen sind, sondern auch Freunde sind, dann geht das und dann ist das möglich, würde ich sagen. Ja, jetzt ist es so, ich glaube, irgendwie Homepage, Internetauftritt habt ihr noch nicht in dieser Besetzung, oder? Oder nein. Kann ich was übersehen? Ja, soll man Telefonnummer tun sagen? Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich schreibe es einfach unten in die Beschreibung ein, oder? Ja. Dann habe ich die Telefonnummer, vorhin drei, eine, wenn man zuerst erwischt, der macht es aus, ja. Oder? Und dann, wenn es das Trio Leco Mio Burgowitz, dann ruft es an, ganz, ganz fleißig. Auch in der Deluxe-Version erhältlich, natürlich mit Mainz, gell? Wenn's dann wird es aber teuer. Dann wird es aber teuer. Kreislich und teuer. So, jetzt bringen wir das Ganze ab. In diesem Sinne möchte ich wirklich nochmal sagen, Burschen, Trio Leco Mio, Dankeschön, dass ihr die Zeitnummer habt, dass ihr dabei wart bei dem Video heute. Hat mich neidisch gefreut. Schmerzen wir schon länger, bis so was geworden ist. Ich darf noch ganz wichtig sagen. Unbedingt. Entschuldigung. Aber im Vorfeld, ihr hasst das, wenn das erwähnt wird, aber der Johannes und meine Wenigkeit haben wir ja schon so mal Könige Werwerfer bei immer wieder sonntags. Und ich schneide weg. Mädels an alle Zuschauer von der Waldmusik. Kevin möchte nämlich da auch mal teilnehmen. Und wenn er teilnimmt, bitte ruft es ganz fest für ihn an. Aber zuerst er gibt schon Minderwertigkeitskomplexe, sagt er, das geht. zuerst braucht man jemanden, der was einmal ein Lied schreibt. Ja, schreibt es mir ein Lied und ruft es für mich an. Ja, also wenn, jetzt geht es mal wieder. Oh, ich glaube, der Kevin war eher so der Schlagersänger, oder? Ja, absolut. Er lässt sich eine lange blonde Haare wachsen und wenn ich ein paar Lieder hat, oder... Genau, also zusammenfassend. Wenn wir da draußen dabei sind, ist ein Songwriter, der ein Schlagerliedl für unseren Kevin. Ein unentdeckter Songwriter, genau. Der will dann groß machen, so wie natürlich. Da habe ich auch kein Problem damit. Und dann alle Leute natürlich, und wir verfügen Kevin, wie es zu weit ist. Ja. Weil da sind nämlich drei Sommerhit-Könige bei. Dann stehe ich überhaupt nicht mehr raus. Ja, gut. So, ist da jetzt drin, noch mal zum Schluss. Ja, ja, also genau, drin wir noch mal. Also sag mir schon an, dass wir überhaupt dabei sein dürfen. Das gerne. Ist immer wieder schön, Alex. Halt dir das noch lang mit den Waldmusik-Videos. Ja. In jedem, mit dem man schmerzt, den gefällt das und jeder findet das cool. Und mir gefällt selber auch oft die Gruppen, die wo man schon ewig kennt. Ja. Und dann lernt man wieder Sachen. So, Wahnsinn, das hab ich gar nicht gewusst. Sechst du aber geht nicht aus, weil es können wir nur wieder neue Bands. Ja, genau. Ja. Die Nachwuchsgruppen, wo man noch nie gehört hat. Gruppen, wo man noch nie gehört hat. Wie jetzt da von denen, wo du vermuten wollt, was da? Ja, das schaut einfach nicht. Na gut, wie gesagt, danke, habe ich eh schon gesagt. Und dann an alle Leute da draußen. Liebe Leute, bleibt gesund, macht es gut. Prost. Prost miteinander. Prost und. Bis bald. Im Wald.